Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Mario Wonder zusammen mit dem Sunny, dem kleinen Winzling da. Hallo. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in die Wasserwelt gereist, haben den Delfinkick und ins Territorium der Sandhechte begeben. Und heute ist das Gebiet hier dran. Ich hab's Hanni übrigens darauf aufmerksam gemacht, warum ihr mich in den Kommentaren aufmerksam gemacht, dass er nicht mehr alles durchdrücken soll. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht und er versucht sich dran zu halten. Ich glaube, der mag unseren Samen nicht. Dabei sind es doch beides Pflanzen. Meereshülle des Stibitzkes. Die sehen schon lustig aus. Ach warte, ich glaube, wir haben den Delfinkick nicht ausgerüstet. Ich habe die ganzen Welten nochmal nachgeholt mit dem Flaggen und so weiter. Und ja, das war ein Kampf. Also vor allen Dingen das mit dem Delfin-Test da nochmal die alle drei zu holen. Ach, das sind die Stibitzkis. Funny? Ja. Ach so. So benutze ich den nicht. Das sind sie. Whee! Die nehmen sich Münzen mit. Ich hatte nicht vor, die Feuerblume zu nehmen. Aber macht hier, glaube ich, Sinn. Im Übrigen, ich will mich nochmal entschuldigen, dass jetzt letzte Woche kein Mario kam. Sunny war an der Hand verletzt. Er ist auch noch ein bisschen krank, wie ihr leicht hören könnt. Keine Sorge, wir haben hier den Elefanten, um da aufzumachen. Ich will nur vorher die Gegner hier entfernen. Oder das Ding öffnet. Okay, so viel. So viel dazu. Vielleicht hilft es auch mit dem Delfinkick, wenn du groß bist zumindest. Hätte auch sein können. Ja, wahrscheinlich. Kann ich das Ding wegkicken? Ich kann das Ding. Fuck. Ich kann das Ding in dir ins Gesicht kicken. Sehr gut. Wollen wir das rausfinden, wie es schmeckt? Was? Der hat gefragt, wie wohl Meerwasser schmeckt. Salzig. Das war's mit dem Elefanten. Nimm mal die Flagge mit und ich gehe mal hier unten in die Röhre. Du kommst mit mir. Du hast keine Wahl. Nein, ich will nicht. Nein. Oh, komm. Okay. Okay, das war eine Zehnermünze. Wir haben eine schon verpasst. Shit. Wir können ja nochmal zurückgehen. So ist es ja nicht. Wo könnte die Münze gewesen sein? Hm. Nicht da unten. Gleich hier in der Röhre? Ja, in der Röhre. Ja. Gegen die andere kommt man ja auch anstinken. Aber auch wieder mal gut versteckt. Danke, wissen wir. Ich versuche übrigens, um Sunnys Husten herumzuschneiden, Leute. Ja, das wird schwierig. Ach ja, falls man es nicht gemerkt hat, ich habe ein bisschen was am Leben gekauft. Wir haben hier 66 Leben. Die sollten eine Weile halten. Sag dich jetzt. Danach kommt die nächste Spezialwelt, die uns wieder aus dem Leben nimmt. Ja, der Pilz, der lag super. Magst du mal zurückkommen und da aufmachen? Ja. Aber erstmal den da umbringen? Genau, das war nämlich der Plan. Ich wollte erstmal hier den Pilz auch wiederholen. Hoppala, das war knapp. Du hast die Blume, nicht ich. So. Und da war das, ist der Bereich, ach, das war wahrscheinlich der Bereich, wo wir die Münze gerade hergeholt hatten. Oder?
Wird schon passen. Hier geht's auch hundertprozentig runter. Da, wo ein dunkler Abgrund ist, ist der Tod. Irgendwas muss hier doch. Wir müssen, glaube ich, irgendwas triggern. Da, die Blume muss man triggern wahrscheinlich. Ja, hier unten passiert was. Komm runter. Bin auf dem Weg. Aber ich kann einfach hier durchgehen. Das sie. Ja. Unsere Lieblingsblume. Juhu. Ach so. Eigentlich ist cool. Wir haben die Physik des Wassers umgedreht. Ja, da unten will man eventuell nicht hin. Oh, guck mal, der arme Schieb-Schieb. Ah! Ich habe die Gefahr gesehen und bin da weggegangen. Warte, da ist die 10er-Münze. Wo ist sie? Ich glaube an dich. Ja! Das habe ich gut gemacht. Ich gehe das da unten holen. Nein! Oh. Ich hab mich verdrückt. Hilfe! Bleib in der Ecke! Ich komme! Ich bleib hier in Sicherheit. Okay, ihr habt die Dinger? Nein! Oh, verdammt! Eine schreckliche Ecke. Hui. Und der Wundersamen. Um Gottes Willen, wir fallen. Bist du klatschnass? Ja, ach nee, ich war ja auch im Wasser. Oh, ich hab's nicht gesehen. So spät. Und so tötet man seinen Bruder, Leute. Ey! Geschafft! Ah. Was denn? Haben es doch geschafft! Diese Stibitzkis waren aber kaum da. Das ist wahr. Wieder schönes Bild. Ah, da ist ein Laden links. Der hat bestimmt wieder einen Wundersamen für uns. Die Jung war die in deine. Da habe ich ja richtig Angst bekommen. Und Vögel halte ich mich meistens fern. Warum bloß? Jetzt könnte ich wirklich eine Pause brauchen. Wie wäre es mit einem Einkaufstummel? Ja, warum nicht? Ich habe gehört, dass der Laden hier ein hilfreiches Ausrufezeichen-Blockabzeichen verkauft. Oh, das klingt interessant. Denk immer dran, wenn du ein neues Abzeichen verwenden willst, drück einfach R und ich helfe dir. Neues Abzeichen. Bei uns blüht jeder Kunde auf und hat das Angebot ein Ausrufezeichen-Block. Angebot ist gerade besonders gefragt. In den Leveln erscheinen eine Ausrufezeichenblöcke, auf denen du stehen kannst. Manche enthalten auch Items oder erfüllen einen anderen Zweck. Hm. Also kaufen kann man so oder so. Und den Wundersamen braucht man ja nicht drüber reden. Leben haben wir gerade erstmal genügend. Jo. Hoch hinaus mit den Fallschnäbeln. Sieht aus wie ein Yoshi. Oder ein Bürdo. Ein bisschen, ja. Mehr so Richtung Bürdo. Ja. Probieren wir den neuen doch mal aus. Das sieht ja auch nicht unbedingt wie ein Wasserlevel aus. Ach, die machen Plattformen! Guck mal, das sind unsere Ausrufezeichenblöcke, die jetzt durch das Teil da sind. 100 Pro da oben. Oder auch nicht. Ich denke mal, je nach Level wirst du sowas auch brauchen. Das hätte uns beim letzten Mal mit einem
das Level richtig helfen können. Was ist das denn? Mein Untergang. Blasen! Ich will auch! Jedes Mal blasen, nur blasen. Warte da unten, ich will den Block kaputt hauen. Ich brauch die Schnecke. Schade, ich kann dich nicht in blaue Blasen einspüren. Ich sehe nix. Nein! Oh, verdammt. Kommst du? Hallo? Spring schon mal hoch. Wow, für 3 Münzen. 5. Komm, wirf das nochmal. Ich hätte nach links werfen müssen. Guck mal, die Dinger respawnen auch. Nein! Oh Gott. Du bringst mich um. Kumpel, was machst du? Ich bin runtergefallen. Du schläfst teilweise. Also, er ist gerade eben erst aufgestanden, Leute. Das war schlecht. Nee, deswegen respawnt ja. Ah, deswegen respawnt, okay. Warte, ich geh weg. Geh weg, sehr. So sieht ein heldenhaftes Opfer aus. Dir Schlund. Gib mir doch auch mal Seifenblase. Endlich mal ein neues Item und ich krieg's nicht. War so klar. Ich glaub an dich. Du kannst doch bestimmt auf den Seifenblasen hüpfen, oder nicht? Du weißt, dass du eine Sprinttaste hast, ne? Ach ja, ich weiß. Das ist bisher die erste Zehnermünze, die wir sehen. Das ist auch tatsächlich die erste. Kannst du die im Blasen einsperren? Ja, und die werden zu Münzen. Kann ich. Komm, mach Geld. Ja, ich lass dich anschaffen. Hallo. Guck mal, da ist noch eine Seifenblase. Ja, man kann auf den Seifenblasen hüpfen. Und es war so klar, dass da was ist. Aus welchem Grund sonst sollte der da hinballern? Okay, ansonsten ist hier nichts. Hab ihn. Warte mal. Hä? Was denn? Ach so. Du bist noch im Halbschlaf, ich merk's schon. Mhm. Ups, da war eine 10er-Münze drin. Ich mag's, dass die Plattformen generieren. Ja toll, mich hat meine eigene Seifenblase gerade gekillt. Ich warte auf meinen Bruder, er schafft es. Ich glaube an ihn. Hab's geschafft. Du musst die Seifenblasen blasen. Komm, du blöde Blasen, Seifenblasenkind. Klar, dass es so laut das Projekt doch kommt. Ich krieg hier aber auch eine Steilvorlage. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Oh!
Oh moin! Hui! Lustig! Guck mal, die schießen jetzt auch nur noch Seifenblasen. Flubbel! Um Gottes Willen, wir fallen jetzt den ganzen Weg wieder runter. Jetzt geht's wieder abwärts. Ich bin ehrlich, der ganze Kram mit dem Wundersamen fühlt sich an wie ein ganz besonderer Trip. Es fühlt sich an, als wären die beiden irgendwie auf Drogen oder so. Ja, okay, beide Röhren führen wahrscheinlich hier raus. Ciao. Ich bin in die gelbe Röhre reingegangen. Ach so. Ja, guck, die führen an derselben Stelle wieder raus. Hier oben noch irgendwas ist, meinst du? Es muss doch irgendwo noch eine weitere 10er-Münze sein. Nein! Aua. Erstmal das hier gesammelt. Achso, da kann ich auch drauf landen. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, du kannst auf den Seifenblasen hüpfen. Nee, ich hatte den Seifenblasen auf dem Ding, was da nach oben stand. Ich hatte das ja im Hintergrund. Aber wir haben doch eine Münze jetzt verpennt, meine ich. Mal wieder. Die war bestimmt irgendwo auf dem Weg oben und wir haben es nicht gesehen. Also wir haben hier doch 100 pro eine Münze vergessen. Das bilde ich mir doch nicht ein. Einen Moment, Level? Nee. Doch, wir haben alle. Okay, dann war ich geistesabwesend. Oh. Guck mal da. Ach, da dürfen wir noch nicht. Wir dürfen da noch nicht hin. Wir sind noch nicht. Wir dürfen noch nicht. Und was haben wir hier für ein Level? Ach, du hast nur einen Durchgang geöffnet. Zum welchen Gebirge? Wahrscheinlich. Ist da vielleicht ein Secret Exit? Das kann sein. Das sieht so aus, als ob wir von der anderen Seite nochmal hier hinkommen. Ah. Okay, dann gehen wir ins Wölkchengebirge. Bowser Junior. Diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Nein, tut sie nicht. Ja, viel Spaß beim Klettern. Ach, das ist erst Welt 2. Hm. Guck mal, wir kriegen auch noch mal was vorne in dem Häuschen, wie es scheint. So, wir sind in welchem Gebirge angekommen. Dann gibt es heute einen Königssamen geben. Brr, das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird doch so schnell kalt. Ach ja, nicht vergessen, dass du dich jederzeit umziehen kannst, indem du L drückst. So, jetzt aber los. Das wird ein Spaß. Hütte am Fuß des Wölkchengebirges. Hier ist es so kalt. Vielleicht sollte er sich mal eine Hose anziehen. Hallo Prinz. Achso, nee, warte, das war deine Stimme. Hallo Prinz Florian. Willkommen im Wölkchengebirge, wo mutige Wanderer sich bis ins schwindelerregende Höhen wagen. Am Gipfel ist es besonders schön. Der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Da gibt ein tolles Echo. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter Bowser Junior dort herum. Also sollte man den Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt. Bitte befreit unser Berg. Ich gebe euch auch diesen Wundersamen. Bitte, bitte. Nicht würde uns natürlich helfen wir. Stimmt, es ist wieder dieser Bowser Junior, der überall sein Unwesen treibt. Klettern wir uns hoch zum Gipfel und holen uns diesen Berg zurück. Und den Königssamen auch. Wir kriegen einen geschenkt. Na gut, das ist bisher bei jeder Welt so gewesen, ne? Ja. Dass wir zumindest einen geschenkt bekommen. Das waren nochmal zwei Unglückliche. Oh, wir dürfen wieder Erkundungen spielen. Rutschpartie, was? Wir dürfen wieder Erkunden spielen. Ist bestimmt wieder irgendwo was in der. Och, Abzeichen des Glimmsprung. Wir brauchen 4 Münzen. Ich bin jetzt den Rand extra abgelaufen. Am Rand hat sich nichts versteckt. Und da geht's wahrscheinlich erst weiter, wenn wir es geschafft haben. Machen wir mal das hier: Rätsel der Verstecke. Suchtrupp. Ja. Das sieht interessant aus. Wir werden den 100 Pro hier brauchen im Fallschirm. Also in der Welt an sich. Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie allein nicht findest, suche sie zusammen mit Freunden. Ja, hallo. Hallo.
intern ist. Nebenbei im Übrigen, bei dem Ball-Level habe ich das Teil so geholt, dass ich da wirklich einfach nach einer Zeit Yoshi genommen hatte. Weil ich da einfach keine Lust mehr hatte. Hä? Du bist, du bist im Hintergrund. Warte, ich komme zu dir. Wenn du die Röhre findest. Alles gut. Alles gut. Ja? Wenn man es richtig macht, könnte man sich damit in der Luft halten. Mhm. Warte mal, ich da. Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht der Weg sein. Was würde man denn sonst machen, wenn man die Blubberblasenblume nicht hat? Hui, ich habe was gefunden. Es wäre so lustig, wenn ich aus Versehen deine Mütze greifen würde. Das wäre mal das Einfachste an der Welt. Okay, irgendwo ist noch eine hier wahrscheinlich in den Röhren versteckt. Da oben sind wir lang. Hä? Vielleicht ist vielleicht hier an der Wand mal entlang gleiten, hier wenn man runterslidet. Obwohl, war die zweite, die fehlt. Die dritte war die im Hintergrund. Die erste war direkt am Anfang. Du bist zum Geist geworden, sehr schön. 20 Minuten später. Ach, das haben wir noch gar nicht bedacht. Man kann die ja schieben. Oh. Da! Oh. Boah, wie wir bekloppt jetzt gesucht haben. Ja. Das ist aber auch eklig. Okay, Leute, wir haben jetzt 20 Minuten hier nach einem Wunder-Serum gesucht. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ciao, ciao.